Kommen wir zum siebten und letzten Punkt dieser Stellungnahme. Der Einfluss von Medien und Behörden. Zu behaupten, die Da'wa der Sunniten könne dazu führen, dass Muslime dazu verleitet werden, Menschen zu Unrecht zu töten, ist ein unhaltbares Vorurteil, es ist ein beliebtes Klischee bei sogenannten Islamkritikern und anderen, die ihr Gift bei Medien und Behörden versprühen. Deswegen sollte man gerade als Prediger keine dieser Kampfbegriffe von Menschen verwenden, die die Muslime in Gut und Böse einteilen wollen. Die Da'wa der Ahlus Sunnah wal Jama'a auf Fehler einzelner Muslime oder auf falsche Sichtweisen zu reduzieren, dient nur bestimmten Klischees, mit denen man jede einzelne islamische Gruppierung in ein schlechtes Licht rücken könnte. Die Auseinandersetzungen zwischen Anhängern verschiedener Religionen und Gruppierungen begannen übrigens schon 10 Generationen nach Adam a.s. und sind für Konflikte meist ein bedeutenderer Faktor als der wirtschaftliche. So wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam damals nicht in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen bekämpft, sondern weil er den Tauhid predigte. Man bot ihm ja sogar ein Vermögen an, das ihn zum reichsten Mann von den Quraysh machen würde. So schlug Utba dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vor: O Mann, wenn es nur um deine Bedürfnisse geht, dann werden wir für dich sammeln, bis du der reichste Mann unter den Quraysh bist. Aus Sahih al-Sira al-Nabawiyya von Al-Albani, rahimahullah. Liebe Geschwister, weiterführend dazu haben sich auch schon andere Geschwister in der Da'wa-Arbeit, möge Allah sie belohnen, besonders zu der Sinneswandlung der mancher Prediger dieser Tage geäußert. Und auch unser lieber Bruder Pierre Vogel, möge Allah ihn belohnen, hat auf seine Art und Weise, da ist er noch detaillierter auch reingegangen, was man sich gerne und anhören sollte diesbezüglich. Und noch viel mehr weitere Argumente erwähnt. Ich begnüge mich mit dem, was ich hier gesagt habe, und bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir mit dem, was wir über seine Religion subhanahu wa ta'ala äußern, nichts beabsichtigen, als ihn allein zufriedenzustellen, keine Menschen, keine Behörde, keine Medien, keinen Verfassungsschutz. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir unseren Glauben nicht nur in uns tragen, sondern ihn auch immer aufrichtig nach außen zeigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.